jetzt offiziell zu unserer Europakonferenz Lisbon Vorstandsvorsitzenden, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann. Und die aktuellen Entwicklungen
In Ländern wie zum Beispiel, ich nenne nur einige, Türkei, Ungarn oder Russland, bereiten uns Sorgen. Wir müssen auch die südliche und östliche Nachbarschaft mehr unterstützen und die Bürger müssen sie auch mehr kennenlernen. Was wir nicht kennenlernen, können wir nämlich nicht gut verstehen. Und wir müssen die Fragen, die vor uns stehen, bewältigen und nur vorhandene Probleme helfen zu lösen. So stärken wir die Zusammenarbeit nach innen und außen, wirtschaftlich und politisch. Liebe Gäste, zum Teil auch liebe Freunde, das Leitbild von der Welt hat mich immer geprägt. Ich habe in den letzten Wochen viele Kontinente besucht, Asien, Amerika, Afrika. Alle Menschen, die ich gesprochen habe, einte eine Sorge um Frieden in der Welt und das Thema immer wieder Bildung. Für mich stellen sich drei zentrale Fragen. Wie entwickeln sich Gesellschaften und was hält sie in Zukunft zusammen? Wie gelingt ein friedliches Miteinander und, ich sage immer, ein Wir-Gefühl? Wie lassen sich die Auswirkungen des technologischen Wandels so gestalten, dass möglichst viele Menschen von ihnen profitieren? Durch die Digitalisierung und Globalisierung werden so viele Menschen wie nie zuvor den Zugang zu Bildung haben können. Wir können unser Wissen mit der ganzen Welt teilen. Denn Wissen darf kein Privateigentum sein. Jeder Mensch sollte die Chance haben, für sich selbst zu sorgen. Ich sage immer, ein Dach über den Kopf und nicht hungern. Nelson Mandela hat mir einmal gesagt, Hunger und Armut ist, da gibt es Gewalt und keine Gesetze. Die neuen Technologien können dazu beitragen, dass sich Menschen über Grenzen hinweg verstehen, durch Reisen und durch persönliches Kennenlernen und durch alle technischen Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen. Und wir können dadurch die anderen Kulturen schon besser erleben. Aber in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung haben viele Menschen Angst vor der Zukunft. Bei uns in Deutschland sind es laut einer Umfrage 60%. Die Menschen suchen Orientierung, Halt und Geborgenheit. Wir müssen sie auf dem Weg der Veränderung mitnehmen. Für mich stellt sich daher auch die Frage der Ethik. Internationale Regeln und Gesetze müssen die Basis für unsere weltweite digitale Zukunft bilden. Eins müssen wir auch nicht vergessen. Das sehe ich uns im Konzern beim Erzmann. Die Menschen brauchen Geborgenheit und sie brauchen das Gefühl von Vertrauen. Sie brauchen ja der Führung auch, dass sie mitgenommen und verstanden werden. Für uns war es auch, wir haben den größten Buchverlag der Welt, dass wir wieder mehr Bücher drucken. Das heißt, die Menschen wollen auch wieder was in der Hand haben und nicht nur Technik. Und das war für mich auch interessant, wir waren gerade im Management bei Google und da ist dasselbe auch. Menschen wollen in der Führung als Menschen wieder angesprochen werden. Und das ist eigentlich ein guter Leitfaden für uns alle hier, dass wir uns wieder besinnen. Wir müssen wieder zu uns selbst hin und her. Wir brauchen wieder ein gemeinsames Verständnis von Werten. Toleranz, Freiheit, Solidarität. Sie sind das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Insbesondere brauchen wir den Austausch über Gesellschaftsbereiche hinweg. Dazu müssen sich Menschen offen begegnen können. Politik und Wirtschaft und Wissenschaft müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam nach Lösungen zu entwickeln und zu suchen, wie heute hier in Berlin. Ich sage immer, wenn Politik und Wirtschaft nicht zusammenarbeitet, haben wir keinen Erfolg. Das geht einfach nicht. Das sehen wir in der ganzen Welt. Es ist einfach der kleine Mensch in der Armut. Und das zu erreichen, sehen wir auch hier im Augenblick, jeden Tag in der Politik, ist kein leichter Weg. Aber wir werden es schaffen und wir müssen es schaffen. Nun sehe ich unsere Diskussion heute sehr gespannt und freue mich darauf, mit
in allen nach Lösungen zu suchen. An diesen werden wir auch weiterhin weltweit weiterarbeiten. Der Konferenz wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf. Ich habe schon von meiner Tochter Brigitte gehört, die heute Morgen schon da war, dass das für sehr erfolgreich gewesen wäre, ein toller Gedankenaustausch. Und alle, viele von Ihnen haben sich ja auch nicht gekannt, als Sie hier hinkamen. Wenn das dann schon gesagt wird, nach einem Tag von gestern auf heute, freue ich mich, dass das so gelungen ist. Lassen Sie uns mit und voneinander lernen. Unser Schreibtisch und manch für uns alle ist heute die Welt. Und wir alle müssen global denken, denn wir leben alle in einer Welt. Dankeschön. Seite daran erinnern, dass sie ihre Verpflichtungen
einhält, auch jetzt und gerade jetzt. Die Europäische Union ist auch weiterhin bereit, ihren Beitrag zu leisten für eine wirklich menschenwürdige Versorgung von Flüchtlingen in Idlib, aber eben auch in Jordanien, in Libanon, ja, und auch in der Türkei. Und dabei muss unsere Haltung auch eine ganz klare sein: wir dürfen nicht zulassen, dass Flüchtlinge zum Spielball geopolitischer Interessen gemacht werden, egal wer das versucht. Der muss immer mit unserem Widerstand durch. Deshalb, meine Damen und Herren, der Blick auf die Krisen, der ist hier doch nur die eine Seite. Alle Umfragen, die es heute gibt, zeigen, dass das Vertrauen der Menschen in die Europäische Union wieder gewachsen ist. Trotz vieler Schwierigkeiten, trotz der Nachrichten, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Wir leben ja in so einer Zeit, in der man manchmal den Eindruck hat, dass wir immer nur darüber reden, dass alles schlechter und schlimmer wird. Und ich erinnere mich an einen Tag im letzten Jahr, nämlich den 9. November, da habe ich alle meine Außenministerkollegen aus der Europäischen Union nach Berlin eingeladen, um mit ihnen zusammen den 30. Jahrestag des Falls der Mauer zu feiern. Die Katharina ist auch. Und als ich ihr sagte, dass ich mich sehr freue, dass sie da ist, sagte sie mir, das ist für sie eine Selbstverständlichkeit, weil der Fall der Mauer für sie die Grundlage für ihre heutige persönliche Freiheit ist. Und ja, in diesen 30 Jahren hat sich viel zum Guten gewendet. Es gibt keinen eisernen Vorhang mehr. Es gibt die Europäische Union, die größer geworden ist, und die Tatsache, dass wir uns heute darüber beschweren, dass es manchmal schwieriger ist, mit 27 eine Einigung zu finden, das mag im Einzelfall relativ kompliziert und manchmal auch mühselig sein, aber die Tatsache, dass es überhaupt so ist, ist ein großer Gewinn. Und letztlich finde ich, dass auch in Zeiten, in denen vielleicht andere Themen in der öffentlichen Debatte im Vordergrund stehen, man nie vergessen darf, dass Europa eines vor allen Dingen ist, nämlich das größte Friedensprojekt der Menschheit. Und in Zeiten, in denen, das sage ich mal als jemand, der 1966 geboren ist und in Westdeutschland aufgewachsen ist, alles, was mein Leben lebenswert macht, das gab es: Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, relativer Wohlstand. Ich musste mir nichts davon erkämpfen, aber es gibt Generationen, bei denen ist das ganz anders gewesen. Deshalb empfinde ich es manchmal etwas bequem, wenn wir, oder wenn jetzt mal für meine Generation, das ist aber nicht mal darauf beschränkt, alles das, was unser Leben lebenswert macht, als eine Selbstverständlichkeit empfinden. Mit Blick auf Europa und mit Blick auf die Welt muss man feststellen, die Zeit der Selbstverständlichkeit ist vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere Freiheiten und Rechte nicht nur leben sollten, sondern in der wir auch wieder stärker für sie einstehen müssen. Und das, meine Damen und Herren, ist und daran hat im Übrigen auch der Brexit überhaupt nichts geändert. Das Vertrauen der Menschen ist groß und letztlich liegt es an uns, was wir daraus machen. Und ich finde, die Tatsache, dass bei der Wahl zum Europäischen Parlament im letzten Jahr so viele Menschen ihre Stimmen abgegeben haben, wie nicht mehr seit 20 Jahren, ist ein gutes Zeichen. Und letztlich ist es unsere Verantwortung, derjenigen, die in der Politik Verantwortung übernommen haben, dem auch gerecht zu werden. Und dafür zu sorgen, dass das Vertrauen bestehen bleibt, aber auch die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an Europa und der Europäischen Union gestärkt wird. Wir wollen dieses Interesse an der Europäischen Union weiter fördern. Und das geht am besten, indem wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger, beteiligen in den großen und kleinen europäischen Debatten. Das haben Präsident Macron, die Spitzen der Europäischen Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments vollkommen zu Recht auch zu einem Projekt gemacht. Und genau deshalb haben wir 75 Bürgerinnen und Bürger aus Polen, Frankreich und Deutschland zu einer Europawerkstatt hier nach Berlin eingeladen. Und ich freue mich sehr.
sehr, dass so viele gekommen sind und ich freue mich auch sehr, dass so viele Abgeordnete daran teilgenommen haben, Expertinnen und Experten aus Brüssel, Straßburg und den zahlreichen europäischen Ländern, die heute hier vertreten sind und die mit ihren Ideen unsere Diskussion ganz sicherlich bereichern werden. Ihnen allen herzlich willkommen hier im Auswärtigen Amt. Schön, dass Sie da sind. Großes Dankeschön gehen auch an die Familie Lohn, die mit der Bertelsmann-Stiftung das hier unterstützt. Und liebe Lohn, ich habe Ihnen eben aufmerksam zugehört, vor allen Dingen, als Sie erwähnt haben, dass auch der Bertelsmann-Verlag sich freut, dass die Menschen wieder mehr lesen wollen, Bücher in der Hand haben. Ich habe zwei Söhne, der eine ist 18 und der andere ist 14, da bin ich noch nicht ganz da angekommen. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Wir versuchen mal, die beiden davon zu überzeugen, dass es auch ein wirklich schönes Gefühl sein kann, ein Buch in der Hand zu haben und die Seiten von Hand umschlagen zu müssen und nicht nur mit Fingern über irgendetwas drüber zu wischen. Also, aber schön, dass es diese Entwicklung gibt. Und ich glaube, das Buch und die Vertiefung in einem Buch ist nach wie vor etwas sehr, sehr Wertvolles. Es erweitert den Horizont. Es sorgt dafür, dass Menschen sich anfangen, mit sich selber und ihrer Umwelt zu beschäftigen. Und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn das ein Trend ist, der wieder zunehmen würde in unserer Gesellschaft. Ich habe gehört, dass es gestern und heute hier auch schon sehr engagierte, auch sehr, sehr kontroverse Diskussionen in der Europawerkstatt gegeben hat. Und ich bin sehr gespannt, auch gleich noch mehr darüber zu erfahren, was hier vom Europa der Zukunft erwartet. Ich möchte nur drei Stichworte beitragen, die derzeit auch unsere Diskussion in Brüssel und die Gespräche mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen bestimmen. Natürlich die Katharina auch davon erzählen. Das erste lautet, Frau Mohn hat es angesprochen, Souveränität. Darunter wird allerdings viel verstanden. Der ein oder andere versteht darunter die Abgrenzung gegenüber dem Rest der Welt. Doch das, was mir darunter besteht, ist das pure Gegenteil. Nämlich, europäische Souveränität muss immer bedeuten, mitzugehen. Europa Gehör zu verschaffen in einer Welt einer zunehmenden Großmächtekonkurrenz. Gerade der Außenminister erlebe immer wieder, wie einzelne Länder die Beschlussfassung aller anderen 26 aufhalten. Wir finden, dass damit eigentlich irgendwann mal Schluss sein wird. Und deshalb sind wir mit dem Außenbeauftragten Josep Borrell auch im Gespräch darüber, wie wir diese Politik des immer kleinsten gemeinsamen Nenners Schritt für Schritt überwinden können. Und noch wichtiger scheint mir aber, wir Europäer dürfen uns nicht auch auseinanderdividieren oder bevormunden lassen von Ländern wie China oder von Russland oder auch in Handelsfragen mittlerweile bedauerlicherweise auch von den USA. Genau dazu wollen wir beitragen, während unserer EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres zum Beispiel durch ein Gipfeltreffen aller EU-Staaten mit China und durch eine klare abgestimmte Haltung auch im Umgang mit Moskau oder Washington. Und mit Blick auf China und auf die USA wird noch etwas ganz deutlich, nämlich die Souveränität lässt sich heute nicht mehr nur im Außen oder im Sinn sicherheitspolitischer Hinsicht definieren. Im digitalen Zeitalter muss Europa auch digital souverän werden. Und diese Herausforderung betrifft jeden von uns. Künstliche Intelligenz in Verbindung mit den Übertragungskapazitäten von 5G, das alles wird wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch privat unser Leben tiefgreifend verändern. Wie wir uns fortbewegen, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen, beim Einkaufen oder auch beim Arzt. Die zugrunde liegenden Algorithmen können aber nur so intelligent sein, wie die Daten, mit denen sie gefüttert werden. Das heißt, Werte. Werte, die uns Europäer ganz besonders wichtig sind, die werden die Maschinen nur dann lernen, wenn wir sie ihnen auch beibringen. Dafür braucht es nötigen technologischen Fortschritt und auch technologische Fähigkeiten. Und wenn wir ehrlich sind, ist Europa hier nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Zurzeit droht uns eine Art Zweiteilung der Digitalen. Einerseits das Silicon Valley, das sich eher am Profit der Technologie, die
Kanten orientiert als an unsere Wertvorstellung. Und auf der anderen Seite haben wir das chinesische Modell, das immer bedeutender wird, immer mächtiger wird, das aber auch einen starken repressiven Charakter hat und digitale Technologien auch zur Kontrolle der eigenen Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden. Ich finde beide Modelle nicht so ideal. Und auch Europa täte gut daran, in der Hinsicht seinen eigenen, einen dritten Weg einzuschlagen. Gerade in Zeiten, in denen Populisten und Extremisten unsere Demokratie angreifen, darf die Kontrolle über die Technologie oder der Umgang etwa mit strafbaren Inhalten, denn letztlich alleine in den Händen großer Technologiekonzerne oder fremder Regierungen. Und deshalb wollen wir die Kommission nach Kräften dabei unterstützen, wichtige Teile des Digitalpaketes schon während unserer EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Weg zu bringen. Und deshalb wollen wir auch dafür sorgen, dass Technologie, Forschung und Digitalisierung beim zurzeit viel diskutierten mehrjährigen Finanzrahmen Vorrang haben. Vorrang haben vor manchen Prioritäten der Vergangenheit. Auch das wird Streit geben, aber dem dürfen wir nicht aus dem Weg gehen. Es geht letztlich um etwas ganz anderes. Es geht darum, unser europäisches Wertefundament auch ins digitale Zeitalter zu übertragen. Und ehrlich gesagt, wenn wir das nicht tun, und ich mich auf der Welt so umlege, frage ich mich, wer es sonst tut. Die ja zunächst so umstrittene Datenschutzgrundverordnung ist inzwischen für viele auf der Welt sogar zu einem Modell geworden. Auch bei der Digitalisierung kann Europa zeigen, dass beides möglich ist, Bürgerrechte zu schützen und gleichzeitig als Technologieführer souveräne Entscheidungen zu treffen. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, dieses Verständnis von Souveränität hängt eng von dem zweiten Begriff ab, über den wir in Europa diskutieren. Dabei geht es um Handlungsfähigkeit. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Wochen war überall die Rede vom Westbusiness, vom vermeintlichen Abschied des Westens aus der Führungsrolle der Welt. Und auch wenn ich nichts davon halte, die Welt nach Himmelsrichtungen einzuteilen, war gerade in unserer Nachbarschaft Kraft in der Beziehung eine gefährliche Lücke. Denken wir an die Konflikte, die unseren Kontinent von der Ukraine über Syrien, den Nahen und Mittleren Osten bis nach Libyen und in den Sahel umschließen. Die USA verlassen immer mehr die Rolle, die sie einmal eingenommen haben, als Weltpolizist und damit auch ihr Engagement. Und andere nutzen das aus. Russland etwa, die Türkei, der Iran, alles Akteure, die oft wieder unsere Werte und auch nicht unsere Interessen teilen. Und Europa? Europa darf, wie ich finde, nicht zuschauen bei dieser Entwicklung. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. An der Stabilität unserer Nachbarn, und unsere Nachbarschaft ist vielleicht etwas weiter als der ein oder das andere, was in der Vergangenheit gedacht hat. An der Stabilität unserer Nachbarn hängt auch unsere eigene Stabilität und unsere eigene Sicherheit. Und deshalb ist es richtig, dass die neue Kommission eine geopolitische Kommission sein wird. Und der erste Lackmustest, den wir haben, der wird Libyen sein. Nach monatelanger Vorarbeit ziehen die Europäer dort endlich an einem Strang, was früher leider nicht so gewesen ist. Und uns ist es gelungen, hier in Berlin und bei einem Außenministertreffen in München die Grundlagen für einen Friedensprozess zu legen, der schon viel zu lange auf sich warten lässt. Und natürlich muss Europa auch bereit sein, diesen Prozess weiter zu unterstützen, etwa indem wir das Waffenembargo, dem sich alle angeschlossen haben, auch die, die in den letzten Wochen permanent dagegen verstoßen haben, dieses Waffenembargo zu überwachen. Und dabei gilt, wie an vielen anderen Stellen auch, Grundvoraussetzung ist eine klare politische Strategie, ohne die jeder Militäreinsatz wirkungslos wird. Und europäische Handlungsfähigkeit entsteht auch nur, wenn wir alle Instrumente unseres außenpolitischen Werkzeugkastens nutzen,
Und zwar von der Krisenprävention über Rüstungskontrolle, humanitäre Hilfe und Stabilisierung bis hin zur Ausbildung und zum Einsatz von Sicherheitskräften. Und auch dazu werden wir während unserer Ratspräsidentschaft beitragen, zum Beispiel durch die Eröffnung eines europäischen Kompetenzzentrums für ziviles Krisenmanagement hier in Berlin. Oder mit unseren europäischen Partnerstaaten dafür sorgen wollen, dass wir nicht immer erst dann auf den Plan treten, wenn bereits geschossen wird. Meine Damen und Herren, das dritte und letzte Stichwort, das ich gerne in die Diskussion werfen würde, ist das der Werte. Und wenn ich von europäischen Werten spreche, dann möchte ich am heutigen Tag, an dem in Brüssel Verhandlungen über unser zukünftiges Verhältnis mit Großbritannien beginnen, eines voranschauen. Großbritannien hat zwar die EU verlassen, aber wir teilen weiterhin die gleichen Werte. Und deshalb ist es richtig, dass wir den Briten die engstmögliche Partnerschaft anbieten. Eine Freihandelszone ohne Zölle und enge Zusammenarbeit auch in der Außenpolitik und in Sicherheitsfragen. Aber das setzt eben voraus, dass Großbritannien europäische Standards nicht unterläuft oder die Strukturen der Europäischen Union schwächt. Ein Wettlauf nach unten, was Umweltstandards oder die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Verbrauchern angeht, werden wir uns jedenfalls nicht einlassen. Dabei ist mir noch etwas wichtig. Wenn wir über europäische Werte sprechen, dann müssen wir aufpassen, dass diese Werte auch nicht Stück für Stück ausgehen. Und deshalb ist ein ganz konkretes Ziel unserer Präsidentschaft auch, dass wir erstmals den Zustand des Rechtsstaates in jedem unserer Länder miteinander diskutieren. Und zwar dabei ohne immer nur mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen. Ja, wenn es Missstände in Polen oder Ungarn gibt, und es gibt ja entsprechende Verfahren, muss man darüber reden. Aber es nützt auch nichts, immer nur andere an den Pranger zu stellen, denn damit wird man nur eines erreichen, nämlich dass sich Regierungen einmauern und die Spaltung in Europa weiter betrieben wird. Es muss uns stattdessen darum gehen, uns gegenseitig zu unterstützen, Defizite zu überwinden und sie in Zukunft zu vermeiden. Das wollen wir in Kooperation mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das ist es doch, was Europa im Kern zusammenhält. Das ist es doch, was uns zusammenhält. Das ist das eigentliche Zentrum der Europäischen Union, wo auch immer der geografische Mittelpunkt mal gerade liegt. Das muss eben unverrückbar sein. Und solange wir das beherzigen, ist mir um die Zukunft der Europäischen Union nicht bange. Deshalb freue ich mich, jetzt mit Ihnen darüber diskutieren zu können. Herzlichen Dank.